Guten Morgen, Lars hier. Jo, fein, dass ihr dabei seid. Was haben wir heute im Werkzeugkasten? Und zwar mal was ganz Neues. Ich bin mal früh aus den Federn gefallen und das heutige Projekt heißt Reanimation an Markus neuer 3909 Expeditionsmodell. Was ist da los? Das wollen wir rausfinden. Marco hatte bei seiner ersten großen Inspektion, das war so roundabout bei 2500 Kilometern, ja, sämtliche Flüssigkeiten rausgeschmissen, alles erneuert, auch die Filter, soweit so gut. Und just ab dem Tag, und jetzt nicht unbedingt im Zusammenhang, dass er im Motorraum rumgeschraubt hat, eigentlich macht man den Service ja von unten, just ab dem Tag hat er folgendes Phänomen. Und zwar ging ihm die Motorkontrollleuchte sporadisch an und das eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo das Fahrzeug durchgewärmt ist, also der Motor durchgewärmt ist, bedenkt, er hat ja 7,5 Liter Motoröl, der ZMZ 409. Marco hat ein 2021er Baujahr und dann dauert es auch, wenn trotz Kühlanzeige Betriebstemperatur da ist, dauert das schon ein paar Kilometer, bis auch das Öl durchgewärmt ist. Alle Lager, Lagerböcke, Motorguss und so weiter. Folgendes ist, wenn er ca. 10 Kilometer gefahren ist, ging dann sporadisch die Motorkontrollleuchte an. Er hat genau wie ich on board einen OBD2-Scanner, das Scan-Tool, was ja simultan während des Betriebes mitläuft. Und hat dann gleich den Fehler ausgelesen und der Fehlercode ist die P0122, kurzum 0122. Man kann jetzt auch eine Philosophie und Doktorarbeit eines 30-minütigen Videos machen. Wie werden Codes gelesen? Wie stellen sie sich zusammen? Das ist ja ein vierstelliger Code. Was bedeutet die 0? Was bedeutet die 1? Und so weiter. Darum geht es nicht. Kurzum, der Fehlercode P0122 bedeutet elektronisches Gaspedal, was der Buchhanger nicht hat, versus das elektronische Drosselklappenpotentiometer, kurzum auch Gasstellungssensor in der Übersetzung genannt, hat eine sogenannte Fehlinterpretation bzw. einen Unterwert in seinen Betriebsvolt. Ja, Arbeitskreis, und es ist hier ein Niedervolt-System. Ich glaube, das arbeitet unter 6 Volt. Könnte ruhig verbessern, wenn ich mich da jetzt geirrt habe. Ich muss noch mal nachgucken. Valerie Dick, also der Buchanka-Papst oder auch aus dem Urs-Werk der Buchanka-Papst, der hatte mir kürzlich noch die Werte rübergespielt. Da geht es irgendwie 0,6 bis so und so viel Volt von Standgas auf Volllast. Das muss ich noch mal gucken, ob ich das recht interpretiere. Und was jetzt bei Marco ist, er hat ein neues Drosselklappenpoti beschafft, eingebaut. Das ist ja stationär fix auf der Drosselklappenwelle drauf, motorseitig. Und kann man eigentlich demnach ja nur in einer Stellung befestigen und das wird ja auch nur mit zwei Schrauben befestigt. Hat keine langen Slots an der Befestigung, wo man nochmal das Poti selber verstellen kann oder einregeln kann. Das heißt stationäre Befestigung, die ist vorgegeben. Ja, und der Fehler ist weg. Hurra! Anderes Problem. Wenn der Wagen warm ist, hat er immer seine 1200 Umdrehung Standgas. Also, wo ist jetzt das Problem? 1200 Umdrehung ist eigentlich eine Kaltstartphase. Und mit den defekten Drosselklappenpoti ist das Fahrzeug auch in der Kaltstartphase gewesen bei Kaltstart. Dann geht er auf ca. 850 Umdrehung runter, wenn er meint, er hat genug Grundwärme. Und das ist jetzt bei dem neuen Potentiometer, obwohl es eindeutig für das Fahrzeug ist, für diesen Motor, nicht der Fall. Er geht nicht unter 1200 Umdrehungen. So, und das sind jetzt erstmal alles die Angaben, was Marco mir so
erzählt hat über WhatsApp, weil er hat ganz beschissene Arbeitszeiten, ich habe noch bescheuertere Arbeitszeiten. Jetzt ist Wochenende und jetzt kommen wir dazu, uns da mal ranzusetzen. Das heißt, Mission heute, erstmal in die Halle fahren, auf Marco warten und dann erstmal grundsätzlich gucken, was da Phase ist. Mehr Infos habe ich jetzt in dieser Sekunde noch nicht und werde mich nachher mal da ransetzen. Alten Drosselklappenpoti, die originalen, der defekte, ausmessen, vergleichen mit den Werten des Gasstellungssensors, den er ausgewechselt hat. Und als Referenz können wir noch den von mir hier nehmen, bei meiner läuft ja. Ja, und dann schauen wir weiter. Also, langes Intro, was soll's, ihr kennt mich. Der Weg ist das Ziel. Also, bis später. Ich mache mich jetzt mal hier mit der Bergepanzer auf den Weg und melde mich nachher. Tschö! So, dort ist der Drosselklappenpoti gegenüber von der Gaszugaufnahme. Die Drosselklappe ist hier in den Ansaugtrakt und wird wie ein Butterfly geöffnet über den Gaszug. Und die Welle von dieser Drosselklappe, von dem Butterfly, geht hier durch in eine Fassung und dreht dort eine Widerstandsplatine oder Widerstandsschleife. Und dadurch wird eben eine Gasstellung über einen Impuls, über einen veränderten Potentiometer Voltwert an Steuergerät übertragen. Und da ist bei Marco irgendwo das Problem. Und ich will mal sehen, was da wirklich los ist. Moin Volk. Moin Moin. Marco ist wieder mal am Start. Heute am Wochenende, wie schon im Intro angekündigt. Wir haben beide so ganz arbeitnehmerunfreundliche Arbeitszeiten. Wir schaffen immer nur mal am Samstag hier mal an der Basis, an der Base zusammenzukommen. Marco, was war Phase? Du hattest Kontrollleuchte? Kontrollmutter, Kontrollleuchte. Zeigt ihr mir immer an. Und wenn er warm war. Vor allem, wenn er warm war, länger gelaufen hat. Und dann fing er an, unten zu laufen. Du hattest mal gesagt, Verdacht, dass er nur auf drei Töppel läuft. So fühlte sich das an. So. Ob er das gemacht hat, weiß ich. Aber so fühlte er. Er hat sich geschüttelt, ne? Wie ein Sacknüsse. Und wenn man dann vom Gas gegangen ist oder an der Ampel stand, dann hat er mal Bock gehabt, mal 2000 Umdrehungen im Leerlauf zu fahren, zu drehen. Manchmal auch 4000. War recht unangenehm. Im Stand. Naja, und dann fährt man natürlich weiter. Wenn man dann irgendwo anhält, Motor ausmacht und wieder startet. Bloß nicht auffällig werden. Eben, ne, dann bleibt er wieder auf 2000 Umdrehungen hängen. Wenn er wieder abgekühlt war, dann war das wieder relativ human. Dann hat er etwas über 1000 gedreht im Stand. Und wenn er manchmal über Nacht gestanden hat, richtig abgekühlt war, ging die Motorkontrollleuchte wieder aus. Und die Geschichte wollte ich da mal aufgreifen, und zwar motorabhängig. Wärmeabhängiges, sollen wir sagen, Merkwürdigkeiten. Und da hatte ich schon gedacht, dass das ist das kleine Potentiometer, was ich auch kurz nach dem Intro auch mal kurz gefilmt habe, euch gezeigt habe. Ein dreipoliges Potentiometer. Hier geht die Drosselklappe rein, die Drosselklappenwelle. Und kann eben das Poti auf dem Schieberegler intern die Werte verstellen und den Steuergerät damit eigentlich mitteilen, welche Gasstellung wir haben. Und du hast drei Pins, sind nummeriert hier oben von 1, 2 und 3. Wir haben den mit dem Multitool, ganz einfach, das ist unser Baumarkt 15 Euro Gerät. Über Ohm-Messung. Ohm-Messung, genau. Über 20 Kilo Ohm sind wir gegangen und haben den Pin Nummer 3 und Nummer 2 angeschossen und haben Folgendes festgestellt, dass die in diesem original gebrauchten Poti variabel sind, die Werte. Wie kann das sein?
Spring hin und her. Spring hin und her. Sie haben keinen fixen Wert, außer wir sind auf Drosselklappe zugegangen. Drosselklappe zu heißt eigentlich 10%. Dann ist auch die Welle hier zu. Auf Pin 3 und 2 hatten wir dann 0,9 Kiloohm gehabt. Der blieb dann auch. Bei Volllast sollte er so 2,7? Ja, 2,9, 2,7, 2,8. So ja. Variabel so dazwischen. Alles, was sich dazwischen bewegt hat, wenn du ihn auf Halbgas gestellt hast, also, da ging die Anzeige rauf und runter. Aber was, leichte Schläge auf dem Hinterkopf haben das wieder weggemacht. Ja. Kurz mal was, und da war wieder gut. Und Motorwärme, vielleicht ist da ein Lötstellenbruch drin, wir wissen es nicht. Also nur wenn er richtig warm, wenn die Motorkontrolle jetzt mal wieder aus war, da muss man wieder richtig warm gehen. Dann ist es eine halbe Stunde Fahrt. Mhm. Bis er wieder richtig warm war, dann hat er wieder angefangen zu zicken. Da ging auf heiteren Himmel auf einmal, das hat man vorher gemerkt, dann fing der Motor an zu stottern und dann ging dann auch gleich die Motorkontrolle, ja, die gelbe. Ne? Also die Befehlskette in diesem OBD-System mit der Motorkontrollleuchte an, mit dem Fehlerprotokoll, das funktioniert ganz gut. Und wir haben, Marco hat ein neues Poti besorgt, ja, bekommen. Das hatten wir eben auch nochmal ausgemessen im eingebauten Zustand. Ist natürlich eine blöde Sache, wenn der Motor warm ist. Aber da haben wir annähernd die gleichen Werte hingekriegt, auch im Warmzustand. Also schien das defekt, weil wir im Teillastbereich einfach variable Werte hatten. Und damit kann das Steuergerät nichts anfangen. So, dann hatte ich noch Gary. Moin Gary. Moin moin. Learning by Frickling bei YouTube. Ein sehr geiler Kanal, den man abonnieren muss. Einige kennen ihn schon. Mit seinen innovativen Lösungen, was er da baut. Ich hatte Gary dann auch informiert, du, was läuft hier? Und Gary hat uns Folgendes geschickt. Den spiele ich jetzt mal ein. Er hat uns ein Video geschickt für euch. Vielen Dank, Gary, dass wir das benutzen dürfen. Urheberrechte liegen natürlich bei Gary. Hier das Video. Moin Lars, das lässt mir natürlich keine Ruhe. Ich bin jetzt auch mal bei mir in den Bus gegangen und habe die OBD-App angeschmissen. Ich meine, du hast auch mal von der CarScanner Pro gesprochen. So, also da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wenn man die App hat und seinen OBD-Dongle angeschlossen hat. Unter Sensoren werden einfach alle Sensorwerte untereinander aufgelistet. Der geht jetzt Reihe für Reihe durch. Und wir hätten absolute Drosselklappenstellung, 10,2%. Wenn ich jetzt Gaspedal betätige, geht der Wert nach oben, wie du siehst. Aber kann man halt nur verzögert sehen, ist jetzt nicht ganz so schön. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unter Live-Daten kombiniert. Da habe ich jetzt schon ein paar Sensordaten ausgewählt, die ich für relevant halte bei der Fehlerbeschreibung. Sind 5 Stück. Die stehen hier unten in den verschiedenen Farben. Laufen die Graphen jetzt durch. Und da kann man einwandfrei, ich betätige langsam das Gaspedal. Das ist ja wie beim digitalen Speicheroszilloskop. Kannst du da richtig geil den Verlauf sehen, ob irgendwo Einbrüche sind, also ob der Poti Mucken macht. Und das geht von 10,2 bis, keine Ahnung, was ist das, 86, 87? Ne, steht da unten. 87,84% bei mir. Das ist jetzt Gaspedal durchgetreten. Wenn ich runtergehe, dann geht auch die Kurve wieder nach unten. Ne? Und das sind meine Werte jetzt hier draußen auf dem Hof. Die sollten ja dann bei den anderen Autos ähnlich sein. Da kann man schon mal schauen, ob das vergleichbar arbeitet, wenn man jetzt auch so eine App zur Verfügung hat, wie ich. Ja, das als erste Idee. Lass mal hören, wie der Kollege vorankommt. Tschö. Wie bist du jetzt drauf gekommen, welcher Fehler das ist? Du hast auch einen OBD-Scanner an Bord? Ja, ich habe mir extra noch so ein OBD-Lesegerät geholt. War 40 Euro. Und habe den mal angesteckt. Siehe da, er spuckte was aus. Die Fehlerquelle P0122. Und dann hat mir das Gerät auch angezeigt, dass Drosselklappenventil, Poti, Spannung zu hoch, Spannung zu niedrig, ja.
ich weiß jetzt nicht mehr wörtlich, aber so sinngemäß hat er mir auch angezeigt, dass was mit der Spannung im Pulli nicht stimmt. Und siehe da, es stimmte sogar. So ist es. Das hatte uns auch Valerie Dick, nochmal einen schönen Dank an Valerie, falls er das Video sieht. Dankeschön. Valerie ist ja, wie schon erwähnt, der Urspapst. Es gibt nichts, was er nicht weiß und unterstützt uns immer. Und es wird eigentlich auch mal Zeit, dass wir mal Valerie unterstützen sollten und nicht nur mit Danksagung, sondern auch mal mit einem Kasten Bier. So. Fass. Oder Fass. Passt ja auch. Denn, ne? So, und Valerie hat er auch gesagt, eingegrenzt. Ist es der einzige Fehler? Ja, ist er. Da sagt er, dann ist es definitiv das Potentiometer und nicht irgendwie eine Nebenbaustelle. Ja, haben wir so angenommen. Eigentlich das Problem gefixt. Darauf Prost. Prost. Ein Tee. Ein Kaffee. Kaffee. Ach übrigens, Kaffee. Mach ich mal einen Einspieler. Ach, Herzklappe und Drosselklappe. Kommt gleich. Marco, was machst du da wieder? Ja, ich brauche ein Getränk zur Beruhigung. Zur Beruhigung? Ja, ich bin ganz aufgeregt. Wir reden von Drosselklappen, nicht von Herzklappen, ne? Ja, das ist es ja. Aber Dick hat denn, da geht das nicht, ne? Richtig ein Kaffeeautomat? Ja, Nobel soll die Welt zugrunde gehen, ne? Ich bin dabei. Okay, dann steig ein. Deswegen ein Tee für den alten Mann. Und ein Kaffee für den älteren. Du blöde Kuh. Ach, wir haben doch gar nicht drüber diskutiert, ob Strom fließt oder Spannung anliegt, ne? Ja, es fließt nur, wenn Spannung anliegt. Ist das spannend? Nein, fließend. Geil. Noch ein Bremsbelag? Später. Gut. Muss noch fahren, ne? Eben, ja. So, jetzt hatte Gary ja auch in seinem Video erwähnt, diese Lernwerte auf dem Steuergerät. Wir hatten noch das Problem gehabt, nachdem ja, wir das ausgemessen hatten, alles zusammengefregelt, dass er hin und wieder noch mal auf 1000 Umdrehungen lief und dann haben wir geguckt, Seilzug war entspannt, Drosselklappe eckt nirgendwo an, Ansaugtrichter vor der Drosselklappe, wenn man den Ansaugschlauch abnimmt und schaut, war alles kernsauber. Und Gary hatte dann aber noch mal erwähnt, nebenbei die Nullstellung, das muss um die 10,1% auf dem Poti sein, dass er durch die Fehlermeldung noch irgendwelche alten Lernwerte hat. Wir hatten bei eingeschalteter Zündung den Stecker abgezogen, wieder raufgesteckt auf den Pudi. Irgendwas hat er da vergessen. Wumms. Tada! Alles, was ein Druckwasser machen soll mit Drehzahl, alles schick. 850 Umdrehungen plus minus 1, 2 Umdrehungen. Ja, hat er vorher nicht gemacht. Vorher hat er um die 1000 gedreht. 1200, je nachdem, wie er ja, Lust hatte. Ja, 1200, ja, eben, wie er Lust hatte. Und jetzt? Jo. Problem gefixt mit einem Drosselklappenpoti. Die Referenznummer von Bosch wäre in dem Fall die 0280-120-001 oder auch 0280-120-001. Kann man auch im Paralebi Abenteuerwerkshop bei Pascal beziehen oder bei dem Vertragshändler eures Vertrauens. Bei mir wäre das zum Beispiel Autohaus Mahlstedt als Vertragshändler. Beziehungsweise Padalevi, Online-Shop Abenteuerwerk, der beim, wie gesagt, beim Pascal, sowas ist eigentlich Lagerware. Man muss so um die 50, 55 Euro investieren, je nachdem, welche Qualität man kriegt. Es gibt natürlich für die ganz schlauen Google-Fetischisten im Internet. Ich habe es aber für 15 Euro gesehen. Ist Lachs. Wir wollen, dass es läuft. Das ist das Wichtige. Ja. 30 Euro, 50 Euro ist uns doch scheißegal. So sehe ich das auch. Hauptsache, es läuft wieder und der Preis ist okay. Ne? Also, der hilft auch kein 9-Euro-Ticket weiter. Ja, und vor allen Dingen, wenn man das eh selber macht, die Werkstatt sagt bei guten Tag, sage ich schon Fuffi, ne? Sage ich jetzt mal so. Ja, nur beim Betreten. Ne? Ja, und Handschlag nochmal ein Honi. Ja, genau. Und wenn man Fehler weiß, halbe Miete, oh, sage ich immer. Oh, das hört sich ja nicht gut an. Richtig, da müssen wir aber nochmal, ja. Da möchte ich Sie gar nicht vom Hof fahren lassen. Angst, Angst. Wie zahlen Sie an? Ja. Kasching. Nein, wir haben Gary, wir haben auch Alex, Zweitakt Kombinat 1. Nochmal auch Gruß an dich. Er ist ja auf dem Rückweg von Griechenland, wo der wieder lang fährt. Da will ich nicht lang fahren, kriege ich nur Angst. Und nochmal einen schönen Dank an die Community.
Wir trinken unseren Kaffee und Tee. Ja, aber sicher. Und essen die Bremsbeläge in Form von einer runden Waffel. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir beantworten sie zeitnah. Den Kanal gerne abonnieren und wie gesagt liken. Bitte die Videos liken, nicht weil wir Lust drauf haben und sagen, Mensch, wir haben jetzt wieder einen Daumen. Es geht darum, in der Suchstatistik von YouTube ist das so ein Skript, so ein Algorithmus, so heißt das Ding in grün, die Videos, die geliked werden, gerade was uns Buchanka-Fahrer in der Minderheit ein bisschen nach vorne bringen soll, Videos liken und dann ist auch der Sucheffekt und der Erfolg bei YouTube garantiert. Ja, schönen Dank, dass ihr da wart. Jo, danke schön. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.